Der Energieausweis ist der Typenschein des Gebäudes. Man benötigt ihn bei bestehenden Gebäuden, wenn man verkauft oder vermietet, beim Neubau, bei Anbauten, Zubauten oder Aufbauten. Der Energieausweisbestand wird benötigt, wenn man ein Gebäude vermietet, verkauft oder verpachtet. Da kommt der Energieausweisberechner vor Ort, besichtigt das Gebäude. Dauer wird ungefähr zwei Stunden sein. Da wird das Gebäude ausgemessen, Fenster begutachtet, mit dem Plan abgeglichen. Für den Energieausweis braucht man Pläne, am besten in Kopie, Baubeschreibung, Baualter des Gebäudes, dass man ein bisschen einen zeitlichen Hintergrund der jeweiligen Bauabschnitte hat. Der Energieausweis gilt ab Ausstellungsdatum 10 Jahre, danach verliert er die Gültigkeit. Hier wird dann nochmal das Gebäude angesehen, geschaut, ob sich irgendwas geändert hat, Fenstertausch, Heizungstausch, und da wird dann dieser Energieausweis neu erstellt bzw. adaptiert. Thank you.